Hi Leute, ich bin's, Marc von Jump Comic Books. Diese Woche habe ich drei Bände für euch gelesen. Einmal Seven Suns, Gotham City, Year One und Moriarty, der Dieb mit den 100 Gesichtern. Das Ganze stelle ich euch wie immer direkt nach dem Intro vor. Als erstes stelle ich euch Seven Suns vor. Der ist beim Splitter Verlag als Hardcover Book erschienen, umfasst 224 Seiten, kostet 29,80 Euro, ist geschrieben von Robert Windham und Calvin Mau, gezeichnet von Jay Lee, großartiger Zeichner mit einem sehr plakativen und Stil, der einen ganz, ganz hohen Wiedererkennungswert hat. Zeige ich euch gleich auch nochmal im Artwork-Video, ihr werdet sofort wissen, wovon ich rede. Zur Story. Hier geht es um einen Propheten namens, ich glaube Nikolaus heißt er, der um 1977 herum ein Buch veröffentlicht und dort die Prophezeiung niedergeschrieben hat, dass zu einem gewissen Zeitpunkt zeitgleich auf der Erde 7 gleiche Söhne von einer Jungfrau geboren werden. Und genau das tritt auch ein. Des Weiteren hat er geschrieben, dass einer dieser 7 Söhne mit seinem 21. Geburtstag zum neuen Jesu wird, also zum Sohn Gottes. Und das rückt natürlich diese 7 Söhne, die geboren werden, sehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Die werden halt in der Kirche großgezogen und ja, das Leben von denen und die Taten werden halt auch übertragen. Die schaffen es halt auch, Leute zu heilen, Kranke zu heilen, Blinde wieder zum Sehen zu bewegen und machen damit wirklich medienwirksame Auftritte, die sie wirklich hinlegen und abgefeiert werden von den Leuten. Die Kirche hat einen immensen Zulauf. Viele andere Religionen gehen so ein bisschen unter und geraten in Vergessenheit, weil viele jetzt wirklich an die Wiederkehr oder Niederkunft von Jesus anfangen zu glauben. Und es gibt eine radikale Gruppierung, die nennen sich die Söhne Allahs, die wollen das Ganze nicht glauben und sagen, dass das nicht echt ist und versuchen halt, diese 7 Söhne umzubringen, um zu verhindern, dass es zur Niederkunft Jesus kommt, indem da halt noch einer über ist, der dann halt mit seinem 21. Geburtstag zu Jesus werden würde. Und die haben natürlich sehr radikale Mittel, gehen da auch mit Gewalt gegen die 7 Söhne vor, was teilweise echt blutig ist. Und liegen aber allerdings mit ihrer Grundannahme gar nicht so verkehrt. Wir bekommen nämlich relativ schnell mit, dass das Ganze so ein bisschen medial sehr stark aufgebauscht ist und ganz, ganz viel Fake ist. Das heißt, diese Heilungen sind nicht echt, die haben keine göttlichen Kräfte. Und ja, die Idee, die dann dahinter steckt und was im Laufe des Bandes noch passiert, möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil ich müsste euch zu sehr spoilern, um da weiter drauf einzugehen. Und wie gesagt, super interessant. Ich habe die Story wirklich von Anfang an in einem durch weggezogen und durchgelesen, weil die klasse geschrieben ist, hat mir wirklich super gefallen, super spannend und auch die Idee dahinter, dass diese 7 Söhne halt im behüteten Kreis der Kirche aufwachsen, weil denen soll natürlich nichts passieren, aber letzten Endes sind es ganz normale Menschen, die natürlich auch das Bedürfnis haben, sich weiterzuentwickeln oder was anderes zu erleben. Und all sowas wird halt hier in diesem Band thematisiert und dann zum Ende hin kommt alles nochmal ganz anders, als man dann irgendwann zu einem Zeitpunkt nochmal denken sollte. Und das nimmt nochmal so eine richtig überraschende Wendung. Und das hat mir super gefallen, hat mir Spaß gemacht zu lesen. Und was ich aber wirklich richtig stark in dem Band fand, ist das geniale Artwork. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt mal kurz rein. Ja, gezeichnet hat der Band, wie schon erwähnt, Jay Lee und koloriert hat das Ganze Jun Chang. Vom Artwork her, wenn ihr euch das anschaut, ist das unheimlich toll gemacht. Sowohl die Actionsequenzen sind absolut stimmig. Wir haben sehr präzise, schöne Striche, die aber auch einen ganz eigenwilligen Stil bringen, teilweise recht glatt wirkende Gesichter haben. Trotzdem sind die Gesichtsausdrücke so sprechend, vor allem durch die Augen. Also er hat es wirklich drauf, hier Augen zu zeichnen, Gesichtsausdrücke und Emotionen einzufangen, das wunderbar auf die Panels zu transportieren. Und hier hat für mich alles gepasst vom Artwork her. Ganz, ganz großes Kino, hat mir wunderbar gefallen.
Artwork habt ihr gesehen. Ich liebe den Zeichenstil, hat mich total abgeholt. Die Story hat mir super gefallen. Ich fand es, wie gesagt, sehr wendungsreich, interessant, teilweise sehr brutal, verstörend. Und das Thema ist vielleicht nicht für jeden was. Mir hat es super viel Spaß gemacht, mich hat es mitgerissen. Der Band bekommt von mir aktuell 8 von 10 möglichen Punkten. Als zweite stelle ich euch Moriarty vor. Der Dieb mit den 100 Gesichtern, das ist beim Splitter Verlag als Splitter Double Hardcover-Album erschienen. Kostet 25 Euro, hat 96 Seiten, bildet eine komplett abgeschlossene Story aus zwei ursprünglichen Alben bestehend. Geschrieben ist das Ganze von zwei Künstlern, nämlich Fred Duval und Jean-Pierre Picot. Gezeichnet ist es von Guess und wir haben hier keine klassische Sherlock-Holmes-Story, sondern das Ganze ist so ein bisschen um 1900 zur Weltausstellung angesiedelt. Bildet auch, vereint auch so einige Steampunk- oder Steam-Noir-Elemente, die in diesem Band auch mit eingebaut sind. Das seht ihr hier schon auf dem Cover. Es gibt hier ein Luftschiff, wo Tentakeln quasi herausgreifen. Also Erfindungen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich existierten. Fand ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Hat dem Ganzen so ein bisschen sogar so einen eigenen Charme aufgesetzt. Das ist halt das Szenario, in dem Sherlock Holmes in den Comics hier spielt. Hat mir eigentlich gut gefallen. Die Story selbst, hier ist es so, dass Sherlock Holmes und Dr. Watson quasi inkognito als Rennfahrer eines Zeppelin-Renns inkognito mitreisen, um bei Diebstählen, die stattgefunden haben während des Renns, nämlich bei den Zwischenstopps, die versuchen halt zu ermitteln, wer hinter den Diebstählen steckt. Und sie kommen halt in Paris an und schaffen es auch, einen Dieb zu stellen. Wie sich herausstellt, besitzt der Dieb so circa 10 verschiedene Persönlichkeiten. Das heißt, der hat Persönlichkeitsstörungen und wird dann von keinem Geringeren als Sigmund Freud untersucht. Und der schließt sich sogar der Suche oder Reise von Sherlock Holmes und Dr. Watson an, um herauszufinden oder mitzuhelfen, den Dieb ausfindig zu machen, der eigentlich hinter diesen Diebstählen steckt. Und ist im Grunde genommen eine gute Story bis zu dem Zeitpunkt, bildet auch einiges an Überraschungen und Wendungen daher, wie das für Sherlock Holmes halt typisch ist. Was mich ein kleines bisschen gestört hat, muss ich sagen, ist die Figur von Sigmund Freud. Am Anfang fand ich das noch ganz charmant, weil der halt Sticheleien und kleine Bemerkungen immer in Richtung Sherlock Holmes und Dr. Watson macht und kommt immer mit leichten homophoben Bemerkungen daher und Sticheleien. Die sind am Anfang vielleicht noch durchaus lustig und man kann darüber schmunzeln. Aber das zieht sich über den ganzen Band hinweg, sodass es mich zum Ende hin teilweise echt ein bisschen genervt hat und ich fand es dann vom Thema her einfach zu plakativ, ein bisschen zu sehr drüber. Das war was mich ein bisschen gestört hat. Ansonsten haben wir hier eine solide Sherlock Holmes Story in Verbindung mit Steampunk Elementen, die mit überraschenden Wendungen daherkommt und unterhaltsam war. Zeichnung fand ich ebenfalls großartig. Ich würde sagen, bevor ich eine abschließende Wertung zu dem Band abgebe, schauen wir mal kurz in die Zeichnung rein. Ja, die Zeichnung von Guess in Verbindung mit der Koloration von Scarlett Smulkowski hat mir das Ganze echt gut gefallen. Wir haben hier ein tolles Artwork mit vielen Details, was wunderbar die Atmosphäre und auch die Ort, wo das Ganze spielt, einfängt. Die Figuren haben für mich auch gepasst, sowohl von den Emotionen, die über die Gesichter ausgedrückt wurden, bis zu den Actionsequenzen. Ich fand das alles sehr stimmig, hat mir vom Artwork her echt gut gefallen. Zeichenstil, wie gesagt, sehr detailliert, hat mir gut gefallen, die Atmosphäre super eingefangen. Wie gesagt, erzählerisch hat mich der Band abgeholt, es war interessant, hat Spaß gemacht. Es gab, wie gesagt, diese Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen gestört haben, diese Sticheleien, die ich gerade schon mal angesprochen habe. Ansonsten haben wir aber hier einen schönen Band, der Spaß gemacht hat zu lesen. Bekommt von mir aktuell auch 7,5 von 10 möglichen Punkten. Dann habe ich Gotham City Year One gelesen. Der ist beim DC Verlag erschienen als Hardcover-Book. Hat 208 Seiten, kostet $29,99. So sieht der Band mit Schutzumschlag aus. So sieht der Band ohne Schutzumschlag aus, im schicken Hardcover gehalten. In der Geschichte geht es um die Familie Wayne und zwar um die Oma und den Opa von Bruce Wayne, glaube ich, wenn ich zeitlich jetzt nicht total daneben liege. Und zwar hatten die eine Tochter, die in diesem Band entführt wird und die Öffentlichkeit soll von dieser Entführung nichts mitbekommen. Der Entführer, der vermeintliche Entführer, nimmt Kontakt mit einem Detektiv auf über eine Mittelsfrau und
Dieser Detektiv soll den Vaynes eine Nachricht überbringen. Und dieser Detektiv ist kein geringerer als Slam Bradley. Der geneigte Batman-Leser wird diese Figur kennen. Hat, ich weiß gar nicht, ob wer die Figur erfunden hat, hat aber eine große Rolle gespielt bei den Geschichten, die von Darwin Cook geschrieben, gezeichnet wurden und noch Ed Brubaker, auch bei Catwoman, eine Figur, die ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und der taucht halt hier als Detektiv auf, in jungen Jahren noch, also als junger Mann, und überbringt dann der Familie Vane eine Nachricht und bekommt in dem Zuge erstmal ordentlich von deren Sicherheitspersonal einen aufs Maul gehauen, weil die denken, dass der was mit der Entführung zu tun hat. Der wusste gar nicht, weshalb er beauftragt wurde. Der sollte einfach nur einen Zettel zu denen hinbringen. Das hat er dann auch getan und ist halt zock in so eine Entführungsgeschichte reingeschlittert, die dann an der Stelle auch nicht stoppt. Er soll dann für die Vaynes weiter ermitteln und das Lösegeld, was gefordert wird, überbringen und wird quasi zum Spielball zwischen der Familie Vane und den Entführern und gerät da in eine Geschichte, die wirklich haarsträubend ist. Also die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ruft auch teilweise menschliche Abgründe auf und was sich aus den verschiedensten Situationen alles für krasse Sachen ergeben können. Also die Geschichte, ich möchte euch da gar nicht groß spoilern, was dann weiter passiert, weil die hat es wirklich in sich. Also hat mich voll mitgerissen, reingezogen in diese Welt. Das Ganze ist so als Noir-Krimi angesiedelt, hat eigentlich gar nichts mit Batman zu tun. Die Vaynes könnten theoretisch auch eine komplett andere Familie sein. War ganz interessant, dass sie die genommen haben. Ich weiß nicht, ob das zeitlich alles so passt, weil, wie gesagt, Stan Bradley taucht hier als junger Mann auf und ist halt in den späteren Geschichten bei Catwoman auch noch nicht so super alt. Wenn man aber über diese Kleinigkeit irgendwie hinwegsehen kann, haben wir hier wirklich eine echt gut erzählte, spannende Geschichte, die wo es wirklich so viele Wendungen und überraschende Momente gibt. Dass man überhaupt nicht dazu kommt, mal Luft zu holen. Also der Typ, der tut mir hier wirklich leid. Der ist, was dem alles widerfährt, was der einstecken muss. Und wir erfahren natürlich auch so ein bisschen über Slam Bradley selbst. Der war nämlich, bevor er als Detective angefangen hat oder als Detektiv versucht hat, sich als Privatdetektiv selbstständig gemacht hat, war er halt bei der Gossamer Polizei beschäftigt. Und wir erfahren dann halt auch, was vorgefallen ist, warum er nicht mehr bei der Polizei ist. Und erklärt natürlich dann auch ganz viel von seinem weiteren Verhalten in diesem Band. Ich fand es auf jeden Fall super. Also Stan Bradley, finde ich, ist eine mega tolle Figur. Wie gesagt, hier spielt kein Bruce Wayne mit. Die Vaynes könnten generisch durch jedes andere Ehepaar ausgetauscht werden. Aber wir haben hier eine richtig tolle Crime-Noir-Geschichte angesiedelt im älteren Gotham City. Und mir hat das Ding wirklich richtig gut gefallen. Bevor ich aber eine Wertung zu dem Band abgebe, würde ich sagen, schauen wir mal kurz zusammen ins Artwork. Ja, gezeichnet ist das Ganze von Phil Hester und koloriert von Jordi Belair. Und ich muss sagen, das Artwork hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sowohl die geraden Striche haben wunderbar zu der Noir-Geschichte gepasst, ohne viel Schnörkeleien. Dann haben wir immer wieder Elemente, wo ganz viel mit Schatten gespielt werden und Schatten eine große Rolle spielen und das eine entsprechende Stimmung erzeugt. Dazu dieses wunderbare Papier, was so ein bisschen grobkörniger ist, aber dadurch wunderbar die Farben wiedergibt. Und wenn man es in der Hand hat, es passt einfach wunderbar zusammen und hat mir vom Artwork her absolut hervorragend gefallen. Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen, gefällt mir richtig gut, passt wunderbar zur Story. Auch die Haptik des Bandes gefällt mir richtig gut. Wir haben hier so ein etwas raueres Papier, was gerade den Zeichnungen und auch der Farbgebung sehr gut dazu passt und das optisch so ein bisschen anders wirken lässt, als wenn das Hochglanzpapier wäre. Passt hier wirklich wunderbar zum gewählten Stil. Tom King hat hier wirklich eine richtig tolle Story abgeliefert, die ich fand ganz, ganz stark war und auch der Figur Slam Bradley ganz neue Nuancen gegeben hat und einen tieferen Einblick in die Figur gegeben hat, als wir das bisher von Ed Brubaker und ähnlichen Autoren kannten. Also wirklich großartige Story von Tom King, optisch super umgesetzt. Ganz fette Empfehlung, der Band bekommt von mir 8,5 von 10 möglichen Punkten. Ich hoffe, dass der irgendwann auch auf Deutsch erscheinen wird. Wirklich ein ganz großartiger Band, den ich wirklich jedem ans Herz legen kann.
Das war es auch schon wieder. Wir sind durch. Wenn euch die Review gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, lasst gerne ein Abo da. Ihr bekommt automatisch Bescheid, wenn ein neues Video an den Start geht. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer schickes Wochenende. Viel Spaß beim Lesen. Wir sehen und hören uns. Bis dahin. Ciao.